Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, hier zur Loot Chest aus dem Oktober 2020. Und wir wollen mal wieder gemeinsam schauen, was sich in dieser kleinen Box hier verbirgt. Ja, das ist ja so eine kleine Mystery Box, sage ich mal, wo halt eben verschiedene, ja, Nerd-Sachen drin sein können. So Nerd-Geek-Sachen halt einfach, die zum Beispiel aus irgendwelchen Serien sind oder aus irgendwelchen Spielen oder. Unter anderem immer solche coolen Shirts hier sind da mit dabei. Und ja, dieser Monat ist ein ganz besonderer Monat für mich, denn mein Sohnemann ist diesen Monat ein Jahr alt geworden und ja, falls du dieses Video irgendwann in Zukunft mal siehst, Happy Birthday zu deinem allerersten Geburtstag hier in einer Videobotschaft von deinem Papa an dich. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne mal meinem Sohnemann eine Happy Birthday unten in den Kommentaren da lassen. Wenn er das irgendwann in, keine Ahnung, 10 Jahren oder so liest, dann freut er sich sicherlich darüber. Und wir wollen aber hier mal gemeinsam schauen, was hier drin ist. Ich mag das, vor allem diese T-Shirts. Ich stehe ja wirklich auf diese Shirts, die hier drin sind. Man sieht es ja auch in sämtlichen anderen Videos von mir, da trage ich die immer. Und die liegen meistens auch oben drauf. Und da wollen wir doch mal schauen, was wir hier mit am Start haben. Oh, das sieht schon echt nice aus hier, so schon vom Dings. Ich kenne das, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, es ist aus einem Game. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich schaue es mir erstmal selber an. Dovahkiin. Ah, verdammt, woher kenne ich das? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare, woher ihr das kennt, falls ihr es kennt. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Hat so ein bisschen was Wikinger-Style angelehntes. Wenn ihr das tatsächlich kennt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich kenne es, aber mir fällt es gerade nicht so ein. Aber wie immer wollen wir mal gucken, wie das Ganze denn sich auf der Haut anfühlt. Ja, und was soll ich sagen? Wie immer, es fühlt sich mega, mega gut auf der Haut an. Und ich finde, es ist auch ein richtig geiles T-Shirt. Es sieht auf jeden Fall nice aus. Und ja, glaubt mir wirklich, wenn ich das sage, ich teste die Loot Chest nun seit über einem Jahr. Und ihr habt ja auch, wenn ihr unten in der Videobeschreibung mal schaut oder an der Seite, seht ihr das wahrscheinlich. Es gibt eine Playlist, auf der Seite glaube ich sogar eher stehen, ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Playlist von meinen ganzen Loot-Chests und da könnt ihr euch einfach mal durchskippen. Relativ am Anfang seht ihr ja meistens dann, welche Shirts da drin sind, falls euch das mal interessiert. Ich finde, da sind wirklich immer sehr, sehr, sehr coole Shirts mit dabei. Vor allem ist es halt echt mega nice, wenn man dann halt, ja, morgens an seine Schublade geht. Ich habe meine Shirts in so einer Schublade drin und dann sich halt überlegt, okay, welches von denen ziehe ich halt heute an, weil jedes von denen, es ist, vor allen Dingen, du wirst halt auch öfter mal drauf angesprochen, so, ey, das ist doch hier aus der und der Serie oder aus dem und dem Game, so, das ist schon irgendwie so ein cooler Opener, das ist halt wie andere Leute Tattoos haben, worauf sie vielleicht angesprochen werden, werde ich halt hin und wieder auf meine Shirts angesprochen und ich mag das, ehrlich gesagt, das ist eine coole Sache einfach und, oh, was ist denn da? What the fuck? Harry Potter! Das ist was von Harry Potter, Wizard World, aha, Bowl. Das ist eine Bowl? Okay, ich mache das Ganze mal auf. Wir schauen mal rein. Wo geht das auf? ich bin lost. Ah, hier glaube ich, oder? Jawohl. Das ist so eine... Ich wollte jetzt erst sagen eine Tasse, aber ich glaube, das ist so eine Müsli-Schüssel. So eine Harry Potter-Müsli-Schüssel. Ich kann euch das ja mal ein bisschen näher zeigen. Sieht schon nice aus. Also... Ne? Vor allen Dingen, ich mag das hier mit diesem Rot und Weiß außen und dann mit der schwarzen Schrift. Das hat was. Aber ich muss ehrlich gestehen, für mich, also für eine Müsli-Schüssel, ist es halt echt klein. Also, weil, ich mache da, also wenn ich Müsli esse, also was heißt Müsli, wenn ich halt so Cornflakes esse oder so, diese Schoko-Dings und so, dann mache ich schon ein bisschen mehr rein als das, was jetzt hier reinpassen würde. Wobei ich mir das ganz gut vorstellen könnte für mein Porridge, weil da esse ich nicht ganz so viel von, weil das halt relativ schnell satt macht. Das könnte hierfür tatsächlich die richtige Größe sein. Ja, also auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, da kann man auf jeden Fall nicht drüber, was ist das? Batman! Das ist ein Regenschirm! Das ist ein Batman-Regenschirm! Ja! Wie geil ist das denn? Das ist ein Batman-Regenschirm! So ein schöner zum Aufklappen. Und wenn ich das jetzt... Okay, hier die eine Seite ist... Okay, das muss man ein bisschen... Okay, das ist hier so ein bisschen verdreht. Da muss man hier genau gucken. Okay, so. Ja, so ist es fertig. Wie geil ist das denn?
Ist da einfach mal hier so ein Batman-Regenschirm drin. Das sieht echt mega geil aus. Ja, dann kann man auch easy wieder zusammen machen. Muss man hier nur gucken, so zack, zack, zack. Und dann hat man hier so einen Batman-Regenschirm. Ja, finde ich auf jeden Fall nice. Also, wenn es mal ein bisschen regnet, da merkt man auch so ein bisschen, dass die Jungs und Mädels von Loot Chest das Ganze auf jeden Fall, also die aktuellen Pakete immer auf das aktuelle, auf den aktuellen Monat anpassen, weil es ist ja gerade so die Zeit, wo es vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr regnet und man sowas hier vielleicht gebrauchen könnte. Ja, ist halt so ein einfacher Batman-Regenschirm. Mega nice. Kann man nicht meckern. Gefällt mir. Was ist sonst noch hier drin? Was ist das? Ach, diese Powerbänder. GGWP. GG, well played. Und auf der anderen Seite steht Respawned. Ja, ist einfach hier so ein Gummiarmband. Hallo, kannst du mal bitte das fokussieren? Danke. Also hier einfach Respawned. Und auf der anderen Seite GGWP, also Good Game, Well Played. Ja, das sind diese typischen Armbänder. Ich habe zwar auch hier, ich trage auch das ein oder andere Armband, aber tatsächlich alle mit einer bestimmten Bedeutung. Ich habe die hier auch mal eine Zeit lang getragen. Ja, da, auch so fürs Fitness und so. Die wurden ja auch manchmal Powerbänder genannt und so. Ich habe die einfach gern getragen eine Zeit lang, aber jetzt aktuell. Yo! Ohne Witz. Und ich will nicht wieder in den Kommentaren lesen, dass der sich fake-mäßig freut. Das ist vollkommener Bullshit. Wenn ich mich so darüber freue, über irgendwelche Sachen, dann freue ich mich halt wirklich darüber. Und das hier ist Nostalgie pur. Also, wer das hier kennt, der hatte einfach eine geile Kindheit. So, das ist einfach die Wahrheit. Wer das kennt, der hatte einfach eine geile Kindheit. Fun Fact an der Stelle, also ich kann euch eine kleine Story zu diesem Zeug hier erzählen. Wir sind früher, also meine Oma und mein Opa, wir sind früher mit Freunden, Dieter und Heike hießen die immer, und also wir sind mit denen halt auf jeden Fall immer an den Wismarer See gefahren. Und auch mit ein paar anderen Freunden noch von meinen Großeltern zusammen. Und da waren dann auch manchmal andere Kinder mit dabei und hier die Nachbarn. Und also man kannte sich da einfach und vor allen Dingen man hatte immer so seinen festen Platz. Und das dementsprechend waren halt auch so die Nachbarn eigentlich so. Also was heißt, es gab, war kein richtiger fester Platz, aber man hat immer gesagt, okay, wir gehen jetzt da und da in der Nähe von dem Bach oder sowas dahin oder in der Nähe, wo man das Essen kaufen kann. Also man hatte quasi immer so verschiedene Spots, die man auch benennen konnte und dann hat man sich halt quasi dahingesetzt und um einen rum waren halt auch meistens dann immer so gleiche Leute, also die man auf jeden Fall kannte. Ab und zu kamen natürlich auch mal ein paar neue hinzu, weil man hat ja nicht gesagt, okay, der Platz gehört jetzt mir oder so. Und auf jeden Fall, da waren wir dann halt auch, wie gesagt, immer mit anderen Kindern, haben dann auch gespielt bei diesem, da war so ein Fluss, der also kam von oben nach unten, ist immer so Wasser in diesen Wismarer See noch reingeflossen und da haben die Kids halt immer so, wir haben so Staudämme da gebaut, um das Wasser aufzustauen und dann haben wir da verschiedene Sachen mitgebaut und also, es war immer richtig, richtig geil auf jeden Fall. Und das Highlight war natürlich dann immer, wenn die Eltern uns dann halt ein bisschen Geld gegeben haben und wir dann zum Kiosk gehen konnten. Ich glaube, 10 Pfennig haben die damals gekostet. Also die waren gar nicht teuer, so 10 Pfennig. Da gab es einmal die hier und aber auch noch welche, wo man vorne nochmal so aufrubbeln konnte. Und wenn man da ein bestimmtes Symbol drauf gehabt hat, hat man nochmal, also konnte man sich noch eins holen. Und das war auf jeden Fall immer mega geil. Das knistert erst so richtig schön. Oder ich muss mal das Mikrofon dafür abnehmen, damit ihr das auch gleich hört. Das knistert erst so schön und dann habt ihr halt ein schönes Kaugummi. Achtung. So, auf jeden Fall mega, mega geil. Ich mag das einfach. Au, au. Was ist das? Oh, da ist noch ein Buch drin.
Zauberhafte. Was steht da? Patisserie? Ich kenne das Wort nicht. Ich glaube, das hat irgendwas mit Patisserie. Zauberhafte Patisserie. Magier, fantastische Wesen und Normalsterbliche aller Zeiten und Welten lieben süße Abwechslung in ihrem täglichen Einerlei. In diesem Kochbuch finden sie Rezepte für geheimnisvolle Häppchen. Achso, das sind so kleine Häppchen, okay. Das nennt man Patisserie. Okay, so Nachtische, verschiedene Nachtische. Von hier Zauberfeder. Es sieht auf jeden Fall mega lecker aus. Also wenn man sich das hier mal so anguckt, das sieht schon echt mega lecker aus hier vorne. Das sieht ein bisschen aus wie Baklava. So eine Mischung aus Baklava und irgendwie so einem Rührkuchen irgendwie. Und hinten drauf sieht man auch nochmal hier so wie so ein Cocktail oder was das hier ist. Also hier in der Mitte ein paar Kekse, hier so ein Wrap oder so. Das ist kein Wrap, das ist ein Apfelstrudel. Ja, auf jeden Fall. Ich backe und koche tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Muss aber dazu sagen, dass ich da tatsächlich eher so auf Chefkoch unterwegs bin. Gibt es einmal eine App für und natürlich auch auf der Webseite. Da gucke ich meistens und suche mir irgendwelche coolen Rezepte raus. Habe da auch schon tatsächlich vieles nachgemacht. Und was ich da immer sehr, sehr, sehr cool finde, ist, wenn man halt irgendein Rezept nachgemacht hat, dass man dann auf dem Rezept sozusagen ein Bild von dem posten kann, was man selber gemacht hat. Und da habe ich mal so ein richtig geiles Rezept, weil ich bin ja eine Zeit lang in den USA gewesen, habe da eine Zeit lang gelebt. Und das Geile ist, in dieser Zeit, da gab es ein Restaurant, das hieß Panda Express. Und da gab es ein richtig, richtig geiles Orange Chicken. Das könnt ihr euch vorstellen wie Chicken Nuggets, nur tausendmal geiler. Also wirklich, das ist, ihr holt euch quasi das Hähnchenbrustfilet, ihr schneidet es selber klein und dann habt ihr da so eine Panade, die man halt einfach selber macht. Ich glaube, da ist Maismehl mit dabei, Stärke, Salz, Pfeffer und dann halt noch so eine Marinade am Ende, wo halt quasi Ingwer ist da, glaube ich, auch mit dabei. Dann halt Orange und verschiedene andere. Und das schmeckt so geil. Also wirklich, das schmeckt einfach mega, mega lecker. Dieses Orange Chicken. Und das Rezept davon habe ich halt auf Chefkoch gefunden. Also wie gesagt, das war halt beim Panda Express, bei diesem Restaurant. Und auf Chefkoch habe ich quasi das Rezept genau dafür gefunden und habe das selber nachgemacht. Und siehe da, es hat wirklich 1:1 genauso geschmeckt, wenn nicht sogar noch ein bisschen geiler, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass das Fleisch, was ich halt hier gekauft habe, ein bisschen höherwertiger war als das, was ich da im Panda Express bekommen habe. Aber So, was haben wir hier sonst noch drin? Hier ist noch so eine kleine Karte drin. Sieht aus wie kleine Spinnen, die da drauf ist. Oh, steht hier sogar. Mini-Spinnenpizza. Ich glaube, das sind geschnittene Oliven hier, oder? Und Oliven sind noch so eine Sache. Ich finde das relativ interessant, also uns Menschen im Allgemeinen, weil wir haben ja so unsere Phasen im Leben, ne? Wo wir verschiedene Geschmäcker mögen oder vielleicht auch nicht mögen. Und ich weiß noch als Kind, Oliven, alleine wenn ich daran gedacht habe oder wenn ich aus Versehen mal auf einer Pizza sowas drauf hatte oder in irgendeinem anderen Essen, in einem Salat oder so, und ich hatte das plötzlich im Mund, mir ist von jetzt auf gleich kotzübel geworden, mir ist richtig schlecht geworden und ich habe das so widerlich und ekelhaft gefunden. Und mittlerweile, so ab und zu, so Oliven auf einer Pizza, aber halt hauptsächlich hier diese dunklen tatsächlich. Die grünen sind immer noch nicht so mein Ding, aber diese schwarzen, diese dunklen, ja, dieser herbe Geschmack ist eigentlich ganz angenehm. So herbölig, eigentlich ein wirklich mittlerweile sehr angenehmer Geschmack für meinen Gaumen. Aber das finde ich halt relativ interessant. Und hier ist auch nochmal so ein Rezept hier. Für 18 Mini-Pizzen, 20 Minuten Vorbereitungszeit, 10 Minuten Backzeit. Ja, hier auch nochmal, wie gesagt, so ein kleines Rezept. Ich würde einfach mal vermuten, das gehört hier mit dazu. Und dann haben wir hier noch ein Heftchen drin. Und what the fuck? Das ist, glaube ich, neu. Das war jetzt hier bei den letzten Loot-Chests nicht dabei. Dieser Flyer. Schauen wir doch einmal ganz kurz auf diesen Flyer, was das ist. Hier, also bevor wir auf das Heftchen hier gucken. Ist einfach hier so ein kleines
ja, kleiner Flyer halt eben, beziehungsweise kleines Plakat schon fast oder ein kleines Poster. Die WoW ist unsere Quest. Die WoW ist... Ach nee, dein WoW ist unsere Quest. Richtig lernen. Ich habe anstatt dein habe ich die gelesen. Okay, dein WoW ist unsere Quest. Loot Chest Community. Willst du auch Loot des Monats, Looter des Monats werden? Poste dein Bild auf Instagram und verlinke uns mit Loot, mit @lootchest und Hashtag Lootchest oder schreibe eine Mail mit einem Bild an astrid@lootchest.de. Liebe Grüße Astrid, liebe Grüße gehen raus an das Lootchest-Team. Und ja, grundsätzlich bietet sich das ja immer mal an, auf Social Media auch in diversen Loot-Chests oder in Looter-Gruppen halt eben drin zu sein, denn man kann da auch immer mal verschiedene Sachen miteinander tauschen oder so. Also zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn jetzt einer gerne vielleicht zwei von diesen Harry Potter Bowls hätte und sagt hier, keine Ahnung, das T-Shirt, so da kann ich jetzt nichts mit anfangen, so dann kann man Adressen austauschen und dann sage ich, okay, ich schicke dir das T-Shirt, wenn du mir die zweite Bowl schickst oder so. Oder, ich finde das Kochbuch eigentlich mega geil, aber keine Ahnung, meine beste Freundin, die kocht auch mega gerne und am liebsten würde ich dir das auch geben, nur ich würde es halt auch gern selber haben, so das heißt, ihr wollt noch ein zweites haben, sondern aber dafür würde ich die Harry Potter Bowl abgeben. Also ihr könnt auf jeden Fall tauschen oder vielleicht auch Sachen vom aktuellen Monat gegen Sachen vom letzten Monat tauschen und. Also man wirklich die Community ist da auf jeden Fall offen für verschiedene Sachen und man bekommt das auch immer mit. Manchmal werden auch Sachen, die dann zum Beispiel nicht gebraucht werden, an andere wieder verkauft und so weiter und so fort. Ja, Sachen haben ja auch alle einen gewissen Wert. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei in diesen Gruppen oder wie gesagt, wenn ihr selber mal looten wollt, schaut den ersten Link unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall mal an. Da findet ihr die ganzen Loot-Chest-Boxen, weil ihr könnt da verschiedene Monats-Abos machen. Ihr könnt es quasi für einen Monat bestellen, dann kriegt ihr halt eine Box so zugeschickt, könnt mal quasi auspacken, so euch überraschen lassen, was drin ist. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ich teste das Ganze für 3 Monate oder für 6 Monate oder für 12 Monate und dann wird das natürlich, wenn ihr das in so einem Abo holt, immer günstiger für den jeweiligen Monat. Weil ihr natürlich dann halt auch für eine längere Zeit das euch holt und der Wert ist eigentlich immer so um die 50 Euro beziehungsweise immer um mehr als 50 Euro meistens und dementsprechend finde ich das eigentlich schon relativ fair. Man weiß halt nie genau, was drin ist. Das heißt, mal können Sachen dabei sein, die vielleicht ein bisschen mehr für was, also für einen was sind. Und mal sind vielleicht Sachen dabei, die vielleicht ein bisschen weniger für einen was sind. Aber dadurch, dass ich schon allein die T-Shirts immer so feiere, schon allein die T-Shirts mag ich eigentlich immer, selbst wenn ich jetzt hier wie bei dem T-Shirt nicht weiß, wovon es herkommt, ist es doch immer was Schönes. Oder auch solche Sachen hier, diese Kleinigkeiten, das ist so ein bisschen Nostalgie. Da ist einfach nur so ein kleines, günstiges 10-Cent-Tütchen hier von diesen Pop-Rocks drin. Und direkt habe ich wieder so eine Erinnerung, so eine Kindheitserinnerung im Kopf, was ich euch eben erzählt habe mit dem Wismarer See. Und das ist schon, das ist einfach viel mehr wert als das Geld, was man eben für so eine Loot-Chest zahlt. Diese Kindheitserinnerungen, die da teilweise wachgerüttelt werden. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Also mir persönlich gefällt das auf jeden Fall sehr. Wir wollen mal wieder zusammenrechnen. Hier ist sogar noch ein Bild von dem letzten T-Shirt drin, was ich eben am Anfang anhatte. Und ja, wir wollen mal wieder zusammenrechnen, was uns... hier ist auch immer so ein kleines Kreuzworträtsel und dies und also diese Heftchen, die hier immer mit dabei sind. Ich überspringe die immer so einfach, aber oha, das T-Shirt habe ich aber noch nicht mitbekommen. Hier ist, also in der Mitte ist quasi immer wie so eine Art Poster und meistens entspricht das auch einem T-Shirt-Motiv, was entweder in einer Loot-Chest schon mal, in einem anderen Loot-Chest schon mal drin, also mit dabei war, oder was in Zukunft noch kommen wird. Also ich hoffe, das kommt in Zukunft noch und ich bekomme das, weil... Das ist Ash Ketchum und Pikachu. Und ich glaube, hier oben sitzt noch ein Taubsi. Oder ist es ein Habitak? Nee, ich glaube, es ist ein Taubsi. Echt mega geil. Ja, gefällt mir. Also, wenn das als T-Shirt da, bin ich auf jeden Fall direkt mit am Start. Und das T-Shirt ist... Der Gott Arktosch. Ich musste direkt erstmal an Arktos von Tabaluga denken. Hat ein Geschenk für dich. Die Seele eines Drachen geht durch dieses Shirt auf dich über. Drachenpower! Nee, es sagt mir aber tatsächlich doch nicht so. Ich dachte, ich kenne das. The God Arktosch.
Der Gott Arktosch. Es sagt mir leider tatsächlich nichts, aber ist ja auch eigentlich egal. Wir rechnen einfach 14,95 plus der Regenschirm hier von Batman kostet auch 19,95 €. Tatsächlich sogar 5 Euro mehr als das T-Shirt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil für mich wirkt er ehrlich gesagt relativ günstig verarbeitet. Ist zwar cool, aber von der Verarbeitung her wirkt er für mich relativ günstig. Ich glaube tatsächlich, diese teilweise 5-Euro-Schirme, die man in so einem Günstig-Store-Laden da kriegt, die sind, glaube ich, teilweise ja, auf der gleichen Qualität. Aber da ist halt kein Batman drauf. Ne? So, dann haben wir hier 12,95 € für die Harry Potter Bowl. 95. Dann das Powerband hier, das war gratis mit am Start. Die kleine Rezeptkarte war auch gratis, das Pop Rocks war auch gratis. Und das Buch hier hat auch nochmal 12,95 €. Das heißt, wir sind insgesamt bei einem Warenwert hier von allem drum und dran von 60,80 €. Kann man eigentlich nicht meckern. Und das ist ja das, was ich meine. Ne, wenn ihr euch einfach, wie gesagt, schaut einfach mal, klickt auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich hefte euch noch einen Kommentar an, dass ihr das auf jeden Fall seht. Und wenn ihr da mal draufklickt, könnt ihr euch die verschiedenen Preise angucken. Ich glaube sogar schon, wenn man nur einmal looten möchte, dann lohnt es sich schon, weil das, was man dafür bezahlt, dass man so eine Box zugeschickt bekommt, ist schon günstiger, weitaus günstiger als der Warenwert des Inhalts so. Und das kommt dadurch zustande, weil halt eben Loot Chest hier diese ganzen Produkte, jeden Monat natürlich suchen die sich verschiedene Sachen aus, was die halt eben für sinnvoll erachten oder was die cool finden. Und die kaufen das, die einzelnen Sachen natürlich dann auf Masse ein, dementsprechend relativ günstig und können dadurch uns hier, sage ich mal, das Ganze in so einer Überraschungsbox hier vergünstigt weitergeben, was ich wirklich gesagt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr cool finde. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal looten möchtet, schaut unten in der Videobeschreibung in den Link vorbei und guckt euch die verschiedenen Packages an, die es da halt eben gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, kostet euch kein Geld. Gebt mir einen großen Support und ermöglicht es mir hier weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.